Teutenberg, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Zug fröhlicher Menschen, lachend in die Kamera blickend, den aufrechten Gang praktizierend, die Zuversicht ausstrahlend, es kann anders werden. Was sonst typisch war für die Propagandabilder der Diktatur, war hier authentisch. Der Gesichtsausdruck, die Stimmung der Arbeiter, die durch Berlin zogen, die Bauarbeiter der Stalinallee, die Stahlwerke aus Hennigsdorf, die nach Berlin hineinzogen und in vielen Städten und Dörfern der damaligen DDR. Ein Großteil der Bevölkerung lehnte sich gegen die Diktatur auf. Vorausgegangen war der forcierte, planmäßige Aufbau des Sozialismus, eine Art kalter Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Und die Misere, die war hausgemacht, sie war Ergebnis der Planwirtschaft. Was man 1989 am Blick in die Innenstädte und Industrieanlagen sehen konnte, nämlich dass die Kernkompetenz Ruinen schaffen ohne Waffen ist, der Planwirtschaft, war für die Menschen die bittere Realität 1953, dass es noch immer Lebensmittelkarten gab. In der Bundesrepublik, wir haben demnächst das 75-jährige Jubiläum der Wirtschafts- und Währungsreform 1948, waren die Lebensmittelkarten längst abgeschafft, weil die Idee von Ludwig Erhard, statt den Mangel weiter zu verwalten, Wettbewerb zu gestalten, wirkte. Und die Menschen verließen in Scharen die DDR. Auch vor 70 Jahren eröffnete Theodor Heuss das Notaufnahmelager Marienfelde. Das war die Vorgeschichte dieses 17. Juni. Die Verfolgung von Christinnen und Christen in der DDR, die Verzweiflung von Landwirten, die enteignet wurden und entweder flohen oder auch viele, denen Selbstmord übten. All das war die Vorgeschichte, und die Erhöhung der Arbeitsnormen ließ das Fass dann zum Überlaufen kommen. Jene Tage im Juni zeigten der ganzen Welt, sie ließen es unübersehbar werden, dass die SED-Herrschaft nur auf Waffengewalt beruhte und dass das nicht mal mehr demokratisch aussah. Da half auch die Diffamierung als vermeintlich faschistischer Putsch nicht. Das ist die berühmte Rias-Legende, und zu der ist einfach zu sagen, der Rias hat seinen Informationsanspruch wahrgenommen, seine Aufgabe. Und Egon Bahr als ehemaliger Chefredakteur hat mehrfach erklärt, dass sein amerikanischer Vorgesetzter ihn anwies, zurückhaltend zu berichten. Der Rias war Katalysator, aber nicht Initiator dieser Proteste, liebe Kollegin. Allerdings ist diese Legende und diese traurige binäre Logik, dass die Ostdeutschen entweder Kommunisten oder Faschisten seien, ja leider bis heute bei manchen verbreitet. Und wer es gut meint mit unserer Demokratie, der sieht vor allem, dass die Mehrheit der Ostdeutschen damals wie heute Demokratie und Rechtsstaat wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die DDR, sie war nicht nur Fußnote der deutschen Geschichte, und sie ist auch nicht die Regionalgeschichte der Ostdeutschen. Sie ist Teil der gesamtdeutschen und gesamteuropäischen Geschichte. Die Stasi und die Mauer, das sage ich auch auf aktuelle Veröffentlichungen hin, waren allerdings nicht Details, sondern Wesensmerkmale dieser Diktatur. Die Unterdrückung, die war nicht Betriebsunfall, die war Existenzbedingung des Sozialismus. Und es werden auch oft falsche Gegensätze aufgebaut. Damals war es sowohl ein Arbeiteraufstand als auch ein Volksaufstand. Wirtschaftliche und politische und Freiheit gehören zusammen. Unser Grundgesetz sieht das so, mit Berufsfreiheit, Eigentumsfreiheit und Tarifautonomie, genauso wie mit den politischen Rechten der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. Und es ist auch ein falscher Gegensatz zwischen Einheit und Freiheit. 1953 war die Einheit das selbstverständliche Ziel, weil das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit noch so nah war. Aber die außenpolitischen Bedingungen waren nicht da für die Wiedervereinigung. 1989 war es umgekehrt. Der Abstand war groß. Viele haben das gar nicht als realistisches Ziel zunächst gesehen. Aber die außenpolitischen Bedingungen waren glücklicher. Und es war dann der Mehrheitswille der Ostdeutschen. Auch das darf heute nicht verfälscht werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser 17. Juni hat uns heute noch viel zu sagen. Historisches Gedächtnis ist wichtig für die Freiheit. Ich will nur ein Beispiel nennen. So wie der 17. Juni die Erinnerung in der DDR unterdrückt wurde, so wird auch heute in Peking die Erinnerung an die Tage im Juni 1989 brutal unterdrückt. Denn bei dem Gedächtnis, bei der Geschichte geht es um die Systemfrage. Das ist auch heute so. Wir brauchen ein gemeinsames Gedächtnis. Eine gemeinsame Zukunft braucht ein gemeinsames Gedächtnis, national und europäisch. Vielen Dank, Frau Kollegin Teutenberg.
Ich unterbreche erneut die Aussprache.